von ihrer Metzgerei Kudera. Macht der Chef gerade eben was hinten in seiner Metzgerei? Können wir das mal filmen? Ja, das wird kein Problem sein. Der wird bestimmt jetzt beim Fleischkäse oder bei Hackbrote machen oder beim Fleisch zerlegen. Können wir mal gerne nach hinten. Wir begleiten Sie. Dann kommen Sie mal mit. Hier unser Metzgermeister Kudera. Was haben wir jetzt hier Schönes vor uns? Hier ist der Ausbeinraum. Hier wird das Fleisch verlegt und ausgebeint. Ne? Dann kommt sie da hier ins Kiel ausschneiden. Okay. Alter Schwede. Ja, da hängen einige Kilo Fleisch. Oh ja. Also was, das große Teil da, was waren das mal? Das war ein halbes Stück Vieh, ein Vorder- und ein Hinterviertel. Und welches Vieh? Ein Kilo. Welches Vieh? Das ist ein Bulle. Ein Bulle, alles klar. Ein männliches Tier. Und allen Respekt, Sie machen das alles selbst. Das kriegen wir geschlacht vom Bauernhof in Weinheim vom Herr Rauch. Der tut so ein Schlachter, der ist ein Hof, der hat eigene Bulle, eigene Kieh, alles selber. Und der schlacht auf dem Hof und ich hol's dann fertig. Und Sie zerschneiden das, bereiten das zu und machen das daraus, was die Leute wollen? Ausbeinen und zerlegen dann. Mhm. Und verwursteln halt. Okay, was können wir filmen? Was machen Sie gerade für die lieben Kunden? Ich habe nachgestellt. Hier machen wir das Fleisch auf. Hackbrote, tun wir alles machen dann. Hallo. Und dann tun wir das Quetz drauf. Und Oh, riecht das lecker. Okay, das sind ein paar viele. Oh, sind schon rauchvoll. Zum Teig verarbeitet und dann wird es ausgefüllt und portioniert. Eine schöne Bindung hat. Eine Eier und Pfaff, ne? Das ist jetzt Hackbraten. Das ist Hackbraten. Sie machen den selbst. Was ist da jetzt alles Leckeres drin? Fleisch, Eier, Rindmehl, ein bisschen Wasser, Gewürz, Salz, Zwiebel, hauptsächlich Zwiebel. Weil Zwiebel muss ja nicht tun. Zwiebelgeschmack aus dem Hackbraten, ne? Und was macht er da? Was hat er hier gemacht? Er tut sie portionieren. Immer 20 in den Kasten rein, 160 Gramm Stück. Und dann wird es so in den Kasten reingesetzt und wird es geformt und dann wird es rausgebacken. Okay. Ist schon ein paar Stunden Arbeit, wo dahinter steckt. Ja. Bis dann rausgebacken ist und alles, ne?
schöne Arbeit dahinter. Und bis das Fleisch als solches erstmal geschnitten ist, weil Sie haben ja halbe Tiere hier rumhängen. Ah ja, ich will das dann zerlegen. Aus Beine wird's, aus Gebein dann zerlegt und dann wird es zugeschnitten und wird es in den Wasch gemacht. Ja. Was wird daraus gemacht? Sieht aus wie Frikadellen? Das sieht wie beim Hacksteak. Ah, noch Hacksteak. Ja. 500 Hacksteak. 500? Ja. Na ja, gut, da habt ihr ein paar Stunden Arbeit damit. Ja, das muss heute alles gemacht werden. Die Hacksteak und die Fleischkehl, dann machen wir Wiener und Fleischwurst. Die halt alles erledigt. Heute, also Feierabend, ist erstmal gestrichen. Spät wahrscheinlich wieder, 18 Uhr. Wir sind jetzt normaler Speck. Kammspeck. Aber das ist eigentlich egal, ob Kammspeck oder Kuchenspeck oder Speck. Speck. Wenn jetzt jemand Sonderbestellungen hat, besondere Wünsche, Sie können das ja hier alles herrichten, was er will, was er möchte. Normal schon. Normaler Fall, ja. Und gab es schon irgendwelche besondere Bestellungen der letzten Zeit? Ja, zum Beispiel. Viele Teile. So ein Teil. Was ist das? Das ist Hochrippe, Rumsteck Anfang und er will mit Filtner dran. Der will das Scheins grillen oder? Ah, ja. Normal ist das hier abgesägt. Jetzt sind wir halt mal so gelöst, da werden wir sehen, was er will. Okay. Das ist der Sonntagstück. Cool. Was haben Sie jetzt Schönes vor? Du das jetzt zerkleinern und dann durch 12 Kilo Eis richte für den Blitz. Damit es Fleisch nicht warm wird. Für den Blitz? Ja, für das Gute. Ah ja. Durchgemischt wird. Fleisch richten. Ja. Halber Rinds, halber Schweines und Speck dann noch. Schwindfleisch.
Die Qualität liegt auch darin, dass jetzt keine Knorpel, keine Knochen, nichts drin ist. Ja. Das ist ein scharfes Messer. Hier werden nicht zahlende Kunden aufgehängt. Ja. Sie habe jetzt etwas bereitgestellt. Für wie viel Fleischkäse reicht das? Oder was ist das für Fleischkäse? Ungefähr gibt es 60 Kilo. Kommt der Speck dazu und Eis dazu. Ja. Ne? Und dann geht es für 65 Kilo sowas. Wie viel sind dann in der Theke vorne, dass man das mal sehen kann? 50, 55, 60 Kilo. Wie viele Fleischkäsestücker sind das vorne, so große? Also von der kleinen Form wäre es halt 10, 25. Von der kleinen, da, von der 2,5 Kilo. Ja. Und große vielleicht 10 oder sowas. Ist das jetzt ein bestimmter Fleischkäse oder Standardfleischkäse? Das ist jetzt, gibt Fleischwurst. Wenn du es vorhin verschwitzt, es gibt jetzt Fleischwurst. Fleischwurst im Ring. Fleischkäse mache ich erst später. Wenn das Fleisch richtig fein ist, weil ich sehe, es wird immer weicher. Und dann kann man das zur Wurst machen. Ja, aber das wird wieder härter, das Brät, durch das Wasser. Das muss jetzt binden und dann wird es wieder Fisch. Und dann kommt es in den Darm? Kommt in die Wurstspielmaschine und dann in den Darm. Es wird jetzt schon fester. Durch das Eis war es ein bisschen schwimmig, aber jetzt wird es wieder fester.
Fleischwurst raus oder weiße Fleischwurst. Okay, das sind Därme. Das hier ist Därme. Kranzdärme. So eine frische Fleischwurst habe ich noch nie gesehen. Das gibt es halt nur noch beim richtigen Metzger im Ort. Das Fleisch ist ja montags der Bulle geschlachtet. Und Schweinefleisch auch montags. Und dann wird verarbeitet, bis die Woche nicht. Okay, mal eine Frage. Aus dieser Riesenmenge von Wurstfleischmasse, wie viele einzelne Ringe bekommen Sie jetzt dahin? 90. Das ist viel. 90. Kommt darauf an, wie die Därme sind, ob sie groß sind, also dick oder dünn, kommt darauf an. Aber normal sind sie immer selber Kaliber. Ja, und das sind Naturdärme und die kann man mitessen. Ja. Und keine Kunstdärme wie woanders. Ja. Bei uns wollte ich halt Kunstdärme also zum Mitessen. Ne? Ja. Nee, bei uns wollte ich keine Kunstdärme dem Sinn. TV-Überregional-Zuschauer, die möchten natürlich gerne wissen, Metzgerei Kuderer in Reilingen. Hier ist alles möglich, was man an Wünsche haben kann? Fast alles. Und wenn jemand etwas Außergewöhnliches möchte, einfach hierher kommen, Bescheid sagen. Jawohl. Wann haben Sie eigentlich angefangen, diesen Beruf zu lernen? Oh je. 6, 7 Jahre. Ich habe bei meinem Vater schon geholfen früher. Wir haben selber Metzgerei gehabt zu Hause. Da war ich immer dabei morgens. Beim Schweineholen, so morgens in der Früh schon. Weil es mir immer Spaß gemacht hat. Und bis heute noch macht mir Spaß. Fantastisch. Also liegt das Ganze, das schmeckt man das Ganze einfach. Was Sie hier herstellen, das schmeckt man von in der Theke. Mit Liebe und mit Erfahrung gemacht. Ich denke es doch, oder? Was haben Sie jetzt Leckeres reingetragen? Das sind Herdespieße. Schweinefleisch gefüllt mit Schafskäse und gewürzt. Delikatesse bei Metzgerei Kuderer? Ja, gut zum Grillen. Wird auch sehr viel nachgefragt, die Herdespieße. Okay.
sehr lecker auch zum Überbacken. Für den Backofen sind sie auch sehr lecker. Und in der Grillsaison für auf den Grill. Genau, lassen sich sehr gut grillen. Was wird gemacht? Kammrippchen drüber? Du da drüber hacke jetzt, also. Guck ich. Zeig mal dein Kammrippchen. Ah ja. Wie viel 100 Maultaschen müssen Sie heute noch machen? Das sind immer so 3 Schüsseln, so 15 Kilo. Die ich habe sie noch nicht gezählt. Die Leute wissen, wie liebevoll die gemacht werden? Ja, ich glaube schon, dass sie das wissen. Wäre viel gekauft. Ja, das sieht man schon, dass sie lecker aussehen. Ja. So, und das sind leckere Krautwickel. Genau. Wie viel Stück, Kilo oder Eimer voll müssen Sie heute noch machen? Also das, was hier auf dem Tisch liegt, muss ich heute noch machen. Und zum Beispiel nächste Woche müssen wir 60 Stück machen. Die sind bestellt auf nächste Woche. Die machen wir aber erst nächste Woche. Und die werden jetzt noch zusammengebunden mit diesem Faden? Wäre sie zusammengebunden, ich kann sie noch mal zeigen. Ja, und das erwarten die Kunden mittlerweile schon, dass es vorne in der Theke liegt? Ja, auch für ältere Leute ist das ja auch besser, wenn wir die Krautwickel machen. Weil immer so ein großer Kopf ist ja immer zu viel und den Rest möchte man ja nicht wegschmeißen. Und so ist es ja auch für die Leute einfacher. Und wir haben Spaß am Arbeiten und am Krautwickel machen, dann passt das. Wir geben unser Bestes, wir machen euch alles satt.